Kaffee und Kuchen, Kinderschminken und die gute alte Tombola. Das sind die Zutaten für gelungene Feste. Beim Sommerfest des Vereins Helfende Hände in Hannover-Mittelfeld an diesem Wochenende natürlich auch. Dort wurde einmal das bürgerschaftliche Engagement in den Vordergrund gestellt. Ein Treibstoff, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Ich denke, wir brauchen Ehrenamt. Wir brauchen ehrenamtliches Engagement in einem Umfeld, das auch so etwas wertschätzt. Wir brauchen eben auch das bessere Hinsehen auf die Nachbarn, auf die Mitmenschen, die um uns herum sind und auch mal die Aufmerksamkeit, auch den Mut mal zu fragen, wie geht's dir, wie kann ich dir helfen, kann ich dir meine Hand reichen? Und insofern würde ich mich freuen, dass es nicht immer nur an der Politik hängt und nicht die Politik selbst das regeln muss, sondern es ist eben oft das Miteinander, das Gemeinschaftliche in der Nachbarschaft. 2,8 Millionen Menschen sind in Niedersachsen ehrenamtlich tätig. Leider zu wenig junge Menschen. Gerade die wären beim Verein Helfende Hände nicht nur vor, sondern auch hinter der Lebensmittelausgabetheke gern gesehen. Ich bedanke mich immer bei meinen treuen Mitarbeitern, wenn ich rufe, Frau Kroh, wenn Sie rufen, wir kommen. Leider sind das alles Menschen, die auch schon älter sind. Junge Leute überhaupt kein Interesse an so einer Arbeit, ja. Ich brauche keine Medaillen und kein Bundesverdienstkreuz. Meine Arbeit ist nah am Menschen. Und ich kann auch nur mit den Leuten arbeiten, die das genauso empfinden wie ich. Man muss was fürs Allgemeinwohl tun. Sozialer Umgang in Niedersachsen lebt vom Miteinander. Der Verein Helfende Hände aus Mittelfeld hat dies begriffen. Mit dem alljährlichen Sommerfest wird die ehrenamtliche Arbeit der Menschen gewürdigt. Die anderen helfen, ohne dabei an den eigenen Geldbeutel zu denken. Dies verdient gesellschaftlichen Dank und auch politische Anerkennung.